Nach wie vor ist die große Frage, was passiert zum Quartalsende an der Wall Street? Wird es da dieses Rebalancing geben, also zum Beispiel den Verkauf von Aktien und den Kauf von Anleihen, weil eben die Anleihenmärkte so stark abgeschmiert sind, viele Profi-Investoren, Pensionskassen zum Beispiel, dann ihre Anleihebestände reduziert haben, jetzt aufstocken müssen, um auf ein bestimmtes Verhältnis 70-30 oder 60-40 zu kommen? Oder ist das eigentlich schon abgefrühstückt? Ist das schon weitgehend erledigt? Jetzt jedenfalls gibt es eine neue Theorie, die besagt, am Montag wird es ziemlich deutlich nach oben gehen. Jedenfalls werden quantbasierte Modelle, also Modelle, die auf mathematischen Strukturen basieren und immer die letzten 4 Wochen als Messgröße nehmen, die werden massiv Aktien kaufen. Warum? Weil eben in diesen letzten 4 Wochen ein paar Tage waren, in denen es an der Wall Street, vor allem beim Nasdaq, ja deutlich nach unten gegangen war. Aber diese fallen jetzt aus dieser Berechnung der letzten 4 Wochen raus. Komplizierte Geschichte, aber jedenfalls, wir wissen ja, dass bei den Banken inzwischen nur noch Mathematiker und Programmierer sitzen, keine Volkswirte oder Betriebswirte. Die erstellen solche Modelle, gucken auf die letzten 4 Wochen, gucken, wie groß ist die Vola. Je größer die Vola, umso defensiver wird man sich hier positionieren, und die Vola war teilweise relativ hoch. Dementsprechend fallen jetzt aber aus diesen Quantmodellen zur Berechnung herangezogene Tage weg, und es sind Tage, an denen es ziemlich nach unten ging, vor allem im Nasdaq. Und das könnte bedeuten, so Charlie McAlligott von Nomura, einer der angesehensten Denker und Analysten in diesem Bereich, dass wir am Montag massive Käufe dieser quantbasierten Modelle sehen in Aktien, gerade in Nasdaq-Aktien. Und wenn man sich den Chart vom Nasdaq anschaut, könnte das darauf hindeuten, dass der vielleicht schon ein bisschen einen Boden ausgebildet hat. Die Frage ist, passiert das alles oder ist es doch anders? Es ist ein großes schwarzes Loch, man kann nur letztendlich rumstochern. Aber das ist eine interessante Theorie. Kolanovic von JP Morgan hat ja auch gesagt, ja, also dies mit diesem Monatsende, vergesst das mal, da wird eher sogar gekauft. Passiert das? Andere Banken sagen, nein, das wird nicht passieren. Also das wird jetzt die Grundfrage sein. Und eine weitere Frage, mit der sich die Wall Street und wahrscheinlich die Märkte insgesamt beschäftigen, ist das, was jetzt im Suez-Kanal passieren wird. Da dürften ja viele, viele, viele Milliarden Euro, Dollar dranhängen. Da ist es schlichtweg so, dass natürlich die Lieferschwierigkeiten, die ohnehin schon der Fall sind, nicht gerade weniger werden, wenn dieser Kanal verstopft ist, durch den 13% des Welthandels laufen. Und wenn man sich mal anschaut, in der unteren Grafik sieht man das, wenn jetzt die Schiffe statt durch den Suezkanal von Asien kommend dann durch oder unter dem Kap der guten Hoffnung durch müssen, also südlich von Afrika, dann würde eine Reise von China nach Europa, etwa Rotterdam, nicht 14 Tage dauern, sondern 24 Tage mit den entsprechenden Kosten. Das würde also dann die gesamte Kostenstruktur dramatisch verändern, würde zu Verzögerungen in der Lieferkette führen. Und Dry Bulk sagt hier, also wenn am Wochenende das Problem nicht gelöst ist oder sich sogar abzeichnet, dann am Wochenende, dass wir es wochenlang mit einer Blockade, mit einer Verstopfung dieses Kanals zu tun haben, dann wird am Anfang der Woche schon die Preise für Frachtraten deutlich, deutlich nach oben gehen. Die sind ja zuletzt ohnehin schon stark gestiegen, und das würde dann diese Inflationssorgen weiter schüren, und diese Inflationssorgen sind es ja, die dann zum Anstieg der Renditen, der US-Staatsanleihenrenditen geführt haben. Diese sind heute relativ wenig verändert geblieben, obwohl wir heute die PCE-Verbraucherpreise aus den USA hatten, die einen Ticken niedriger ausgefallen waren als erwartet. Also so ein bisschen die großen Inflationssorgen sind da gedämpft worden. Jetzt hat sich Sven Henrik den Spaß gemacht und mal hier das Ganze charttechnisch analysiert, wie dieses Schiff da quer liegt. Das sieht aus wie so eine verengende Formation, aus der es dann einen bullischen Breakout gibt. Also mal ein bisschen da nach oben, dann wieder zurück und dann wieder so. Vielleicht müsste man Sven Henrik mal heranziehen, um die Frage zu klären, wie kriegen wir dieses Problem beseitigt. Man kann ja die Ladung versuchen runterzunehmen, das wäre durchaus möglich, aber auch sehr aufwendig. Und jedenfalls ist eines der Themen natürlich, was passiert dann mit den Lieferketten, und jetzt gibt es offenkundig wieder möglicherweise Versorgungsprobleme mit Klopapier. Nicht schon wieder, möchte man sagen. Vieles dieser Materialien würde dann offenkundig nicht an bestimmte Zielorte gelangen, zumindest nicht so schnell,
Das ist sozusagen die rückwärtige Medaille, könnte man sagen, dieses ganzen Geschehens. Apropos Klopapier, wir haben heute die Nachricht von NIO, die müssen teilweise ihre Produktion aussetzen, also ein Konkurrent von Tesla muss möglicherweise erstmal ein bisschen stoppen. Bei Tesla hört man da relativ wenig davon. Viele andere Autokonzerne haben ja schon gesagt, da werden wir Schwierigkeiten haben jetzt aufgrund dieser ganzen Knappheit an Chips, hier wirklich die Stückzahlen zu erreichen, die wir erreichen wollten. Und das sorgt ja wiederum dann auch für diese These, da werden die Preise anziehen, weil einfach eine Güterknappheit besteht, zum Beispiel bei Chips. Wenn die ganze Suez-Geschichte jetzt noch weitergeht, dann eben allgemein, da wird ja so ziemlich alles durchgeschippert durch diesen Kanal, was geht. Und dann haben wir eben wieder die Frage, was tun, wenn das inflationäre Umfeld kommt. Kommt es? Die heutigen Daten, wie gesagt, waren etwas niedriger als befürchtet auf jeden Fall. Das hat dem Nasdaq dann geholfen, weil eben das die Renditen eingebremst hat. Hier sehen wir nochmal Deflation Assets und Inflation Assets, Deflation Assets, also Deflationsassets sind eben so Dinge wie Tech-Werte, Deflation Assets sind Real Estate, Immobilien, sind Utilities, sind eben die verschiedenen Kategorien, die hier anzuführen sind, wie Bonds zum Beispiel, also Anleihen, zu den Inflation Assets gehören eben auch dann zum Beispiel die Rohstoffe, die zuletzt ja so stark angestiegen sind. Wenn man sich diesen Chart anschaut, dann ist da natürlich noch eine riesige Lücke zwischen diesen Inflationsassets, die gut laufen in Inflation, und Deflationsassets. Das wird die entscheidende Frage sein für jeden Investor. Was mache ich da? Wie werde ich mich positionieren? Wie wird die Zukunft wirklich aussehen? Werden wir diese Inflation sehen, die dann auch nachhaltig ist? Oder ist es, wie die Fed sagt, vorübergehend, wird dann wieder stoppen? Apropos Tech, wir sehen, dass wir jetzt eine massive Aufnahme wieder der Buybacks hatten. Das war ja in der Corona-Krise fast gestoppt oder auf sehr geringem Niveau. Jetzt sehen wir, dass die Buybacks stark zunehmen, und es ist vor allem der Tech-Sektor und dann die Finanzwerte, die hier besonders im Fokus stehen. Die Fed hat ja jetzt den Banken erlaubt, ab 30. Juni weniger an Begrenzungen haben zu müssen in Sachen Buybacks und auch Dividendenausschüttungen. Aber das wären dann interessante Assets eben, wenn diese Geschichte weitergeht. Die Banken ohnehin ja gut gelaufen, profitieren von der Versteilung der Zinskurve. Aber auch Tech ist eben ein Buyback-Kandidat. Wir sehen unten Utilities, Energy, Staples, Materials, da wird praktisch kaum zurückgekauft, aber in diesen genannten Sektoren passiert das. Hier sehen wir mal Buybacks, waren ja ein wesentlicher Treiber jahrelang eigentlich der Aktienmärkte. Es sind dann, wie wir hier in der Grafik sehen, ziemlich eingebrochen, um jetzt praktisch wieder alte Höchststände zu erreichen. Also das ist ein Faktor, ein Positivfaktor wahrscheinlich für die Aktienmärkte, der stützend wirkt. Andererseits haben wir eine schon sehr euphorische Stimmung, vor allem bei den US-Privatanlegern. Da sind die Bullen bei 50%, Bären nur noch bei 20%, also da herrscht ein gewisser Optimismus. Und wenn wir uns mal anschauen, wie eigentlich die Kursverläufe des S&P 500 sind, je nachdem, ob die Privatanleger optimistisch oder pessimistisch sind, dann sehen wir, je bärischer, wie auch immer die Privatinvestoren sind, umso größer dann in den nächsten 4 Wochen normalerweise die Performance des S&P 500, nämlich wenn sie sehr, sehr bärisch sind, 1,7% durchschnittlich. Wenn sie sehr, sehr bullisch sind, was sie derzeit sind, hier in diesem Kreis rechts, dann ist die Performance deutlich geringer, als wenn das nicht der Fall ist. Also eine interessante Perspektive, wie ich finde, denn normalerweise sind das ja gute Kontraindikatoren. Wenn alle bullish sind, dann haben alle schon gekauft. Wenn alle pessimistisch sind, hat keiner gekauft. Das ist sozusagen die Logik. Und wir haben heute wieder so eine, bullische Aktion in Sachen GameStop. Die Aktie ja gestern schon durch die Decke geschossen. Heute geht es weiter. Short Squeeze. Jedenfalls sehen wir, dass eine wahnsinnsdurchschnittliche Vola ist bei GameStop, eine durchschnittliche Tagesveränderung bei GameStop von 21,2%. Dagegen ist Bitcoin ein Waisenknabe, nur 3,6% durchschnittliche Tagesveränderung, auch jetzt nicht gerade wenig, aber 21% ist natürlich der Hammer. Das beste Unternehmen der Welt, GameStop, also mit einem Geschäftsmodell, dem unbedingt die Zukunft gehört. Wahrscheinlich werden wir in 300 Jahren dann wieder stationäre
Läden haben, wo man Spiele vertreibt, damit wir uns alle mal wieder begegnen können. Jedenfalls sehen wir, dass insgesamt eben sehr, sehr viel Geld reingeflossen ist und nach wie vor reinfließt in unprofitable Tech-Unternehmen. Das ist jetzt auf dem Niveau wie auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase. Und dann fragen sich manche, naja, ist jetzt eigentlich die Kursentwicklung, die wir an der Wall Street und an den Weltmärkten insgesamt gesehen haben in Sachen Aktienmärkten, ist das fundamental begründet, eben weil man sich sagt, ja, Corona-Krise wird bald enden mit diesen Impfungen, oder ist das eher spekulationsgetrieben? Wenn wir uns mal GameStop und Konsorten anschauen, dann ist klar, dass das eher nicht fundamental begründet ist, aber es ist eben dieser Zwiespalt, wie gerechtfertigt ist diese Hoffnung, dass wir eine wahnsinnige Wirtschaftserholung sehen werden. Zuletzt waren die Daten aus den USA ja nicht so toll, auch aus China nicht so toll. Das spricht erstmal dagegen, aber vielleicht kommt dann plötzlich nochmal ein Schub, weil eben die Wirtschaft auch in den USA zunehmend anspringt nach den Öffnungen. Wir werden sehen. Und wir haben, wenn wir jetzt mal nach Deutschland kommen, hier hat das Bundesverfassungsgericht jetzt erstmal diesen EU Pandemic Recovery Fund auf Eis gelegt nach einer Beschwerde, Verfassungsbeschwerde einer deutschen Aktivistengruppe. Da gibt es ja immer wieder welche, die sagen, ja, wir können doch jetzt nicht die Schulden vergemeinschaften, was ja faktisch schon längst passiert ist. Aber da gibt es eben Widerstand. Das ist ein wichtiges Thema für die gesamte Eurozone. Darauf basiert ja auch viel Optimismus in Sachen Aktienmärkte, in Sachen Konjunktur, dass da eben sehr viel Geld reinfließen kann, dann auch in die Wirtschaft. Hier wird ja, ist die Verteilung, der Verteilungsschlüssel ja schon längst geklärt. Die italienische Regierung unter Conte ist damals gescheitert, weil man eben sich nicht einigen konnte, wie sollen denn die Gelder verteilt werden. Aber vielleicht werden die Gelder gar nicht verteilt, weil das Verfassungsgericht dann sagt, nee, ist nicht. Allerdings, wenn man sich die Geschichte anschaut des Bundesverfassungsgerichts, dann war es meistens so, dass man doch sich dann im Sinne der Politik geäußert hat und nicht im Sinne der Bedenken, dass wir eigentlich hier eine Schuldenvergemeinschaftung schon haben. Insgesamt sehen wir, dass die Perspektiven für die Eurozone in Relation zu den Perspektiven für die US-Wirtschaft deutlich schlechter geworden sind. Wir sehen, in der ersten großen Corona-Welle war das so, dass man eigentlich der Eurozone mehr zugetraut hat an Wirtschaftswachstum. Die Amerikaner, die impfen eben deutlich mehr und sie haben eben diesen Wahnsinnsstimulus durch die Biden-Regierung. Da soll ja noch was draufkommen, nochmal 3 Billionen, 2 Billionen für Infrastruktur, 1 Billion für Sozialstaat. Das ist natürlich dann auch nochmal ein Impuls, der dazukommt. Das ist in Europa derzeit ja alles nicht der Fall. Zumindest gibt es kein Helikoptergeld wie in den USA. Und jetzt scheint die EU ein bisschen aggressiver zu werden, auch in Sachen Impfstoff. Jeder Impfstoff, der von AstraZeneca hier in Europa produziert wird, muss erst oder darf nicht ausgeführt werden, bis AstraZeneca seine Lieferversprechen erfüllt. Nun, wenn man sich den Vertrag mal anschaut, der war eine Zeit lang durchaus öffentlich, dann steht da eigentlich eben nichts von konkreten Liefermengen, sondern so viel wie möglich. Das ist eine extrem schwammige Formulierung. So viel wie möglich heißt erstmal gar nichts. Sie können ja sagen, so viel ist uns möglich, weil wir das andere eben woanders hin verkauft haben. Dementsprechend eine sehr schwierige Gratwanderung, was jetzt diese Lieferversprechen betrifft, Liefervereinbarungen. Also etwas skurril, aber man sieht, die EU wird jetzt aggressiver, nachdem zum Beispiel auch Biden gesagt hat, also wir verbieten jetzt erstmal den Export von Impfstoffen, wir werden erstmal alle Amerikaner impfen und was übrig bleibt, das können wir dann gerne exportieren, aber nur das, was übrig bleibt, also ein gewisser Impfegoismus greift jetzt um sich. Apropos Corona, der ehemalige Chef der CDC, also der Seuchenbekämpfungsbehörde, hat jetzt in einem Beitrag gesagt, also nach meiner Auffassung ist dieses Virus aus einem Labor in Wuhan entfleucht. Er sehe nicht eine Logik in dieser Übertragung durch eine Fledermaus. Die WHO hat ja gesagt, nein, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Jedenfalls ist damit die Diskussion wieder stark eröffnet. Es gab ja hier einen Hamburger Wissenschaftler, der diese These auch vertreten hat. Jetzt hat sich in Reaktion auf Redfield, der das heute in einem Beitrag bei Axios gesagt hat, hat sich gleich Fauci gemeldet und gesagt, nein, also er sieht ja nicht so, aber wirklich klar ist die ganze Geschichte nicht. Das wird eines der großen historischen interessanten Themen sein. Was ist da eigentlich passiert mit diesem Coronavirus?
Alles dreht sich ja seitdem darum, Wirtschaft, Stimulus, alles, was die Notenbanken gemacht haben, liegt daran, an den Folgen. Wir hatten heute in Deutschland, wieder zurückkommend, den IFO-Index extrem stark, vor allem die Erwartungskomponente über 100 gestiegen, absolut der Hammer. Da denkt man also, die Zukunft ist extremst rosig, extrem stark. Die Industrie ist ja auch sehr stark, aber die Befragung passierte wahrscheinlich, bevor die Bundesregierung dann die große Osterruhe verhängt hat, den Lockdown verlängert hat bis 18. April. Möglicherweise ist das alles da eben noch nicht wirklich drin, aber selbst die Dienstleister sind deutlich optimistischer geworden. Und hier ein Artikel von Wolfgang Müller, der nochmal darauf sich bezieht, warum eigentlich der DAX so stark ist, obwohl die Wirtschaftsinstitute reihenweise die Wachstumserwartungen gesenkt haben für Deutschland, weil eben dieser Lockdown viel länger dauert, als man sich das hatte vorstellen können. Und die These von Wolfgang Müller lautet, das liegt daran, dass die alle, nämlich die Investoren, alle schon auf das Jahr 2022 gucken. Das Jahr 2021 ist praktisch schon abgehakt. Deshalb der Blick auf das Jahr 2022. Und solange das Jahr 2022 nicht angekratzt wird, ist alles schick. Ja, der DAX, der hält sich ja ziemlich stabil, legt sich meistens den ganzen Tag schlafen. Gestern hat er mal ein bisschen gezuckt, ist runter, ist dann aber gleich wieder rauf. Wir sind bei 14.700, ein paar zerquetschten. Da passiert nicht viel. Schauen wir mal, was am Wochenende passiert. Erstens, diese Geschichte Suez-Kanal wird wichtig. Zweitens, werden wir dann am Montag diese Käufe sehen durch diese quantbasierten Modelle. Der Montag neigt ja zum Optimismus. Was haben wir am Montag schon Optimismus gehabt? Ja, also das ist eigentlich der Paradetag für Optimismus. Dementsprechend darf man gespannt sein, was da jetzt passiert, ob wir diese starken Bewegungen sehen bis zum Quartalsende. Wie viel ist davon abgefrühstückt? Kommt jetzt eine Gegenbewegung, zum Beispiel beim Nasdaq? Das wird die Frage sein, die jetzt alle umtreibt. Ich wünsche jetzt erstmal ein wunderschönes Wochenende und sage Ihnen Servus und Ciao. Wir sehen uns hoffentlich am Montag. Servus.